Boom, Leute. Mein Name ist SimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, ich bin sehr, sehr gehypt, denn wir drehen heute Erkenne den Richter. Es hat sehr, sehr lange gedauert, um diese Folge hier heute zu realisieren. Da muss ich sagen, es ist nicht ganz so leicht. Ein Richter... Ja, guck mal, einige von euch, die gucken Video, die abonnieren nicht, keine Glocke aktivieren. Macht das jetzt sofort, auf Echtzeit. Und viel Spaß jetzt mit diesem Richter, mal Richter, ne? Ich bin zwar nicht dabei, beim nächsten Mal, Welle. Ey, geil. Stimmt, ey, das ist ohne Spaß. Wir sehen das richtig häufig. 65% der Leute schauen sich die Videos an, aber haben noch nicht abonniert. Deswegen wäre es sehr, sehr nice, wenn ihr das einmal machen würdet. Aber, Freunde, wir sehen heute Erkenne den Richter. Ich bin sehr, sehr geil. Selbst von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die gleich reinkommen werden, werden alle behaupten, Richter zu sein. Aber tatsächlich sagt nur eine Person die Wahrheit. War ein Riesenaufwand. Ich bin froh, dass wir das Ganze realisiert haben. Und wie ihr wisst, mache ich das Ganze auch nicht alleine, sondern ich habe mir für die heutige Folge eine Special Jury eingeladen. Und ich würde sagen, ich schnappe auch gar nicht was rum, sondern bitte diese Special Jury einmal bitte rein! Oh shit, Sammy De La Rue. Wie geht's dir, Bro? Alles gut? Oh mein Gott. Max, wie geht's dir? Alles gut? Bisschen nervös? Bisschen aufgeregt? Du kannst auch sehr, sehr aufgeregt sein heute. Denn wir treten nämlich heute vor eine Person, vor der du wahrscheinlich sehr oft schon Angst hattest in deinem Leben. Erst einmal mit 14 vor Gericht gestanden. Boah, Digga. Wir drehen nämlich heute Erkenne den Richter. Boah, Digga. Mein Profi hier, Bruder. Ich erkenne die. Wenn du nicht erkennst, Blamage. Ganz kurz für die Leute, falls sie dich noch nicht kennen. Du warst ganze 10 Jahre im Gefängnis. Ja. Du hast eine sehr krasse Story. Ja. Haben wir auch schon gesehen, bei Leroy hast du ja schon sehr viel darüber erzählt. Und ja, deswegen dachte ich, diese Gegenüberstellung gerade komplett crazy. Also es passt kein besserer als du eigentlich. Das ist heftig. Ich habe am Anfang gedacht, ich erkenne ihn sofort, ihn oder sie, so wenn nicht, ich gehe hin, ich riech mal und so. Ich glaube, Auge in Auge erkenne ich. Meinst du, wirst du ein bisschen nervös, wenn die reinkommen? Nein, nein. Hast du Knastschaden? Ja. Echt? Ja, ja. Ich habe Spaß gemacht. Nervös bin ich wirklich nicht halt. Also es ist sehr schwer, mich nervös zu machen, aber Knastschaden ist da. Echt? Ja, ja. 10 Jahre ist hart, gell? Hm? Was für einen? Wie meinst du? Ja, was hast du denn für einen Schaden? Ich glaube, wenn die Leute lange genug in Haft sind, es gibt so ein paar Sachen, also erkenne den Knacki wäre für mich sicher einfacher gewesen. Weißt du, es gibt so ein paar Sachen, da reagieren die Leute alle drauf. So. Das macht reagierst Schaden? Du sehr schlecht. Krass. Ja, ja, aber das gilt eigentlich für alle Kriminellen. So, ja, Bruder, das ist interessant, ein Geräusch, weißt ist du? Ein Druck so. Ja. Ist es auch so, dass man irgendwann mit Steckdose redet oder so? Also so mit Gegenständen, so, hey, Fenster. Wie bei Castaway, so. Ich habe so einen Volleyball gehabt. Genau. Nein, nee, ehrlich. Nein, aber du hast... Okay, schau, wenn du in Isolation bist. Also jetzt bist, nicht du, sondern nein, allgemein, gibt's das? Ich schäme mich nicht dafür. So, es war, ich war auch in Isolation und da fängst du, je nach was für ein Typ du bist. Wenn du introvertierter Typ bist, brauchst du ja niemanden. Mhm. Aber wenn du extrovertiert bist, genau, was machst du? Bei mir ungefähr 10 Minuten, wenn du die Tür zumachst, Isolation, 10 Minuten später, ich bin schon so, ich rede schon so mit mir selber, ich bell, ich mache Geräusche, es geht sehr schnell. Boah, krass. Geht sehr schnell. Also ich bin nicht gut alleine. Aber du bist nicht heute auf Rachefeldzug, oder? Ich bin gleich schuld, wenn die reinkommen. Direkt sage ich so, was hast du mir angetan? Und dann, du hast mich ruiniert. Ein bisschen Druck. Du hast mich ruiniert, genau. Geil, Alter. Ja, aber auf euch ist doch viel mehr Druck. Ich bin das erste Mal hier. Ihr seid schon Veteranen. Ich habe sonst mit Richtern nichts zu tun, Bro. Also ich bin da raus. Ehrlich. Außer Sammy, du? Nein. Ein bisschen so. Ich kenne so einen anderen. Hallo, aber. Cousin, hier sitzt 10 Jahre Knast jetzt neben mir, Bruder. Wenn, also ehrlich, wenn ich weiß, wenn ich es nicht weiß, dann echt. Ich kriege so viele Mails, Nachrichten, alle werden mich. Weißt du, was das Problem ist? Korrigier mich. Ha? Im Knast, die Leute werden Anwälte, Cousin. Die lesen doch alles, die lernen jedes Gesetz, die versuchen Revision da, ja, wann komme ich wieder? Aber was ist, wenn es kein Strafrecht ist? Dann. Was ist Familienrecht, Wirtschaftsrecht, Erbrecht, was weiß ich. Das ist ein guter Call. Das ist ein sehr guter Call. Nur Strafrecht, ich finde den 100%. Aber was ist, wenn er was macht, was wir uns nicht auskennen? Stimmt, da hast du recht. Das ist ein sehr, sehr guter Call. Boah, ich bin echt gespannt. Ne? Ja. Vor allem, wir schwitzen da schon richtig lang drauf auf die Folge, weil ich finde, so Richter, finde man einen Richter, der hier einfach... Schwierig. Jetzt pass auf, jetzt ist gleich einer, den ich kenne. So. Jugendliche, so, ey, Herr Dunas, schön, Sie zu sehen. Ja, klasse, Mann. Sie haben mir damals gesagt, ich komme nicht weit. Was ist hier? Ich hoffe nicht, da wäre die Folge nämlich sofort vorbei. Ja, das wäre Ding sonst. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir gar nicht was rum, oder? Gehen wir einmal. So, mit unseren Teilnehmer. Mama. Einmal mit rum! We'll be right back.
Spannend. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Willst du anfangen? Okay, pass auf. Das allererste ist ja, man könnte jetzt... der echte Richter oder Richterin wundert sich, dass wir nicht aufgestanden sind, als wir reingekommen sind. Ja. Weil die sind sich nämlich gewohnt, dass wir normalerweise aufstehen. Ne, soll ich so machen? Ist besser? Aha. Okay, ja, schon. Reagieren. Die ersten Reactions, okay. Ich finde auch alle besonders jung irgendwie, ne? Also ich habe mir jetzt... Ich dachte, alle sind so 50 plus. Ja. Aber ich habe schon gelesen. Ich sag dir, wie es ist. Soll ich Analyse machen? Was für ein Gefühl hast du? Okay, pass auf. Hier ist Anwalt. Junger Jurastudent. Ja. Abgeschlossen vielleicht schon. Ich bin mir nicht sicher. In Mitte... Fortnite Earnings und so, aber gar nichts, Cousin. Ja? Hier links, bist du Perser? Digga, wie krass. Geruch. Die Dame da hinten ist die Richterin, Familiengericht. Ich muss noch 1-2 Sätze hören. Und da hinten ist Haschmarok. Tut mir leid, Cousin. Das ist nur erster Eindruck. Nicht persönlich nehmen. Ja, ist so lustig. Genau den Call hatte ich auch. Ne? Ich dachte mir so Familienrichter oder so. Sieht auch nicht so nach Strafrecht aus. Nee. Zu lieb für Strafrecht. Okay. Meiner Meinung nach ist hier auf jeden Fall mehr als ein Jurist am Start. Also da sind mehr Leute, die mit Jura zu tun haben. Deswegen sind ein paar von den Fragen, die ich mir vorbereitet habe, die werden wahrscheinlich diese Leute beantworten können. Aber vielleicht sogar besser als ein Richter. Und deswegen werde ich es dann auch wieder wissen. Ja, sollten wir mehr aufs Richtersein eingehen. Aber wir haben harte Fragen für euch vorbereitet, ne? Ja? Ich habe Register dort, Bruder. Ja? Ich habe zwei Fragen vor mir. Okay, dann würde ich sagen, kann sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Malik Mourou, ich bin 27 Jahre alt, bin in Düren aufgewachsen, zwischen Aachen und Köln, aber bin nach Nürnberg gezogen, weil ich vor zwei Monaten als Richter, als Proberichter eingestellt bin in Nürnberg-Fürth am Landgericht. In Nürnberg? Ey, davon kommst du doch, oder sagen, nicht? Oder ich will ihm nicht dazwischenreden, aber er hat meine Augen gesehen, Nürnberg, er weiß, er ist dran. Wenn er lügt, ich finde alles raus. Wo, in welcher Straße ist denn das Gericht? In der Fürther Straße. Okay. Richtig? Ja, hat recht, Maximilian, okay, Straße, Fürther Straße. Er ist im Jurastudium. Ja, er war da, er macht da was. Darf ich ihn kurz abchecken gegen Cousin? Herr Richter, darf ich nach vorne treten? Ja, bitte. Geil, okay, zeig mal deine Uhr, Cousin. Wie er rangeht. Was, Seiko, Cousin? Bulgarische Rolex? Oder? Okay, er ist gut gebaut, Cousin. Ich denke, der macht ein bisschen Sport. Weil Jurastudenten machen keinen Sport, oder? Ich bin kein Jurastudent. Du bist schon Richter. Ich bin Proberichter. Ja? Ich bin Proberichter. Hey! Okay. Nee, man sagt, Richter haben keine Angst, Bruder. Er hatte nicht. Richter müssen... Die müssen hart sein, die müssen Dinge, weißt du? Aber findest du nicht, dass er ein bisschen aufgeregt ist irgendwie? Ich finde, er ist aufgeregt, aber das könnte einfach an der Kamera liegen. Er wirkt schon sehr seriös und ich würde ihn Rechtsanwalt oder Jurastudent zuschreiben, aber ich weiß nicht, ob es für einen Richter reicht. Wie lange dauert denn diese Probe Rechtsreferat, wenn ich recht informiert bin, wie lange dauert denn das? Und zwar ist das so, dass sie das Referendariat 2 Jahre machen, zwar 4 Semester. Und nach dem Referendariat haben sie das 2. Staatsexamen und wenn sie das bestehen, sind sie erstmal Richter auf Probe. Das heißt, sie sind zwar Richter, aber sie müssen sich ja unter Beweis stellen. Und um das zu tun, unterstehen sie quasi einer Dienstaufsicht. Und wenn die Dienstaufsicht sagt, dass sie als Richter gute Arbeit geleistet haben, dann werden sie Richter auf Lebenszeit. Okay. Alles richtig, aber... Auswendig das gelernt. Ist halt original, erste Seite so, wenn ich google, welche Voraussetzungen habe ich als Richter, wie ist der Ablauf? In welchem Bereich bist du denn tätig? Ich bin im Jugendkriminalrecht. Das ist ja genau das. Dann wäre ich ja vor dir gesessen mit 13 Jahren. Ne? Richtig. Kennst du seine Story? Verkackt. Warum? Weil ich mit 13 nicht vor ihm sitzen kann. Freundchen. Mit 14 kann man erst vor Jugend gehen. Boah! Start! Was? Jetzt will ich hören, dass ich rausreden will. Hast du gehört, Mann? Hast du gut gemacht. Bam. Ganz kurz. Und zwar, sie gelten als Jugendlicher zwischen dem 14. Lebensjahr und dem 18. Lebensjahr.
vor dem 14. Lebensjahr gelten sie als strafmündig. Strafunmündig? Strafunmündig. So. Das heißt, Voraussetzung, dass sie als Jugendlicher gelten, ist, dass sie zum Zeitpunkt der Tat durch sittliche und geistliche Entwicklung Einsicht gezeigt haben bei der Tat. Bruder, ich liebe dich, aber du bist es nicht. Du hast verkackt. Ich will ihm noch eine Chance geben. Aber er macht es gut. Ich wünschte, du wärst ein Richter. Ich wünsche mir von Herzen, du wirst Richter werden. Wenn du Jura studierst, hoffentlich wirst du Richter. Wir brauchen dich. Wir brauchen nämlich genau dich, brauchen wir vor Gericht. Ich habe eine Fachkundefrage für dich, Cousin. Bitte. So, wir machen Zeitmaschine kurz, okay? Warum hat ein Richter so weiße Perücken an? Und zwar kommt die Tradition aus England. In Deutschland ist das gar nicht üblich, man würde sich lächerlich machen. Aber in England ist das eine Tradition, dass die Richter Perücken tragen, aufgrund der Neutralität. Bruder, der ist gut, Digga, ehrlich. Er ist gut, aber ich kann nicht mit 14 vor ihm sein, ich vertraue auf das. Weil sonst, du kannst keinen 13-Jährigen vor Gericht sein, das geht nicht. Ja, ich würde auch sagen, lass nicht zu lange auf ihn jetzt eingehen. Danke dir erstmal für deine Story und dann machen wir erstmal mit dem Nächsten weiter, bitte. Guten Tag, mein Name ist Mohamed Thome, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Richter beim Amtsgericht in Paderborn. Okay, welcher Bereich? Ich bin aktuell tätig, also beziehungsweise zuständig für die Angelegenheiten in Familien- und Nachlasssachen, Familien- und Nachlassangelegenheiten. Bin aber halt auch im Bereich des Registerrechts tätig, speziell jetzt, was das Grundbuch betrifft. Grundbuch? Wie viel Earnings hast du, Cousin? Earnings? Ja. wegen deinem Fortnite-Vergleich, ne? Nein. Keiner? Wie alt bist du? Oder hast du? Ich bin 26. Ich bin noch nicht so lange Richter. Du hast ja 10 Semester studiert. 10 Semester? Nein, wie viel? Nee, 9. Genau. 6 Grundsemester, 3... Nee, also man hat zwar so eine grobe Einteilung im Jurastudium. Also ich denke mal jetzt, du redest natürlich vom Part bis zum ersten Staatsexamen. Ihr habt natürlich eine grobe Einteilung, aber das ist jetzt nicht vorgesehen, dass jemand sagt, okay, du musst jetzt 6 Semester machen oder du musst 7, 8 machen, sondern jeder hat halt sein Tempo. Ich habe es geschafft, das Grundstudium in 5 Semestern durchzuackern, sage ich jetzt mal. Habe dann noch ein Schwerpunktsemester gemacht, da auch hier ist vorgesehen, dass man 2 Semester für einen Schwerpunktbereich braucht. Ich habe es in einen geschafft und habe dann die restlichen 3 Semester für die Examensvorbereitung gebraucht, einschließlich dann halt danach die Klausuren. Ich sag, er ist Jurastudent, aber er hat Fortnite-Earnings. Hast du Fortnite-Earnings oder nicht? Nein, also ich spiele wirklich kein Fortnite. Okay. Also ich wollte nur wissen, Bro. Nee, also die Zeit fehlt tatsächlich. Ja. Okay, sag mir mal 5 Gesetze aus dem Grundgesetzbuch. 5 Gesetze aus dem Stück. Grundgesetzbuch? Ja. Ja, ich kann anfangen mit den Grundrechten aus den Artikel 1 bis 19, da kannst du eins aussuchen. Nee, ich will 24 haben. Artikel 24. So, jetzt habe ich nicht selber was versprochen. Frage, also habe ich das jetzt nicht im Kopf, sollte euch aber jetzt auch keinen falschen Eindruck vermitteln. Also insgesamt jetzt, weil wir Juristen, wir müssen keine Gesetze auswendig lernen, sondern wir haben ja Bücher, wir haben Unterlagen, wir dürfen auch ins Gesetz schauen. Deswegen, und speziell jetzt auf mich bezogen, meine Angelegenheiten sind im Familienrecht, im Nachlassrecht, also speziell jetzt Erbrecht, beziehungsweise jetzt Registerrecht. Das hat jetzt wenig mit einem Grundgesetz zu tun. Natürlich die grundlegenden Sachen sollte man kennen, die Grundrechte, Grundprinzipien, aber Artikel 24. Das war die perfekte Antwort. Mir gefällt das, die sind gut. Ja, perfekte Antwort. Ich habe keine Frage, die ich ihm stellen könnte, die er nicht beantworten kann. Das Einzige ist, er ist zu jung, Mann. Du bist zu jung. Wann hast du denn dieses Jahr, dieses Referendar, wann hast du dein zweites Staatsexamen gemacht? Mein zweites Staatsexamen? Ende 22. Lass mal mehr auf die Fälle eingehen. Was waren denn so die letzten Fälle bei dir? Das sind eigentlich so gar nicht spektakuläre Fälle, eben ich bin halt beim Amtsgericht, da ist jetzt nicht gerade so was Außergewöhnliches. Ich habe jetzt speziell im Bereich Familienrecht, also ich probiere euch jetzt mal aus allen Sachen mal ein bisschen was mitzugeben. Aus dem Familienrecht war das eine ganz normale Unterhaltsklage der Mutter. Das war ein getrenntes Paar, wo die Mutter dann halt auf Unterhaltszahlung geklagt hat. Der Vater wollte nicht zahlen, eigentlich der typische Klassiker, kommt auch sehr, sehr häufig vor. Im Nachlassrecht. Warte mal. Ich hab da mal eine Frage, ne? Das würde mich echt mal interessieren, gerade was so Unterhaltszahlungen angeht. Ne? Bereitest du vor, oder wie? Was? Bereitest du vor? Nein, interessiert mich gerade. Das richtet sich ja nach dem Einkommen, oder? Die Unterhaltszahlung.
Gibt es da auch Grenzen eigentlich nach oben oder wie ist das so? Inwiefern meinst du Grenzen? Ja, was ist, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 1 Million im Monat verdient? Also natürlich, es ist jetzt nicht so, dass die Frau dann sagen kann, alles klar, ich habe jetzt meinen Mann, von dem ich mich getrennt habe, der ist jetzt Millionär und ich arbeite jetzt gar nicht, weil der zahlt schön für mich. Sondern wird natürlich eine Bedarfsrechnung aufgestellt, die dann sehr, sehr individuell ist und im Einzelfall zu treffen ist. Und dann dessen wird das dann ja, quasi festgelegt. Wenn jetzt einer nicht zufrieden ist mit deinem Urteil, was macht er dann? Mit meinem Urteil? Je nachdem, er kann halt in Revision gehen oder Berufung einlegen, je nachdem, was ihn genau an meinem Urteil nicht passt. Und wo geht's dann hin? An das nächsthöhere Gericht, an das Landgericht. Und was kommt danach? Nach dem Landgericht? Das ist eine einfache Frage. Das Oberlandesgericht, danach kommt der Bundesgerichtshof. Okay, der weiß alles. Der weiß alles, der ist Jurastudent. Ja. Okay, cool. Die Schuhe sind das Einzige, wo ich mir echt... Er ist noch jung, Bruder. Weißt du, aber ein Richter kommt... Schau mal, wir haben weiße Schuhe. Ja, er kommt nicht mit weißen Schuhen, Mann. Ein Richter kommt mit schwarz... Cousin, ich will dich ein bisschen aus deiner Komfortzone holen, okay? Manchmal stelle ich Fragen auch an euch alle, gerne. Um einfach nur eure Reaction so... Was zockst du, Cousin? Ich zock tatsächlich nicht. Gar nicht? Nee, ich weiß gerade nicht, wer das aus der Jury gesagt hat, irgendwie Juristen machen keinen Sport. Ich weiß nicht. Ich war das auch. Genau. Nee, also Sport kriegt man da auch schon noch ein bisschen unter, aber... Was für ein Sport? Gym, tatsächlich. Fußball nicht mehr, Verletzungen. Echte Richter machen Skilanglauf. Ja, also... Meinst du, man kann viele Skilanglauf, niemals. Ein Richter beim Fußball, Mann, was will er? Er ist Schiedsrichter, oder? Er spielt doch nicht. Dann ein anderer sagt, gelbe Karte, er so, nein. Nee, da hast du... Also da muss ich jetzt kurz unterbrechen. Fußball spiele ich schon länger nicht mehr. Das hatte ich ja gerade gesagt, aufgrund von Verletzungen. So, das hatte ich schon im Studium. Muss ich noch sagen. Das sind Individualsportler. Richter sind keine Mannschaftssportler. Ich sag ja. Ja, gut. Aber schau, siehst du, wie er mich konfrontiert? Das ist schon richtermäßig so. Er lässt sich nicht, er will sich nicht, keinen Druck machen lassen. Er will das Zepter nicht aus der Hand geben. Die Kontrolle hier im Gerichtssaal behalten. Die sind schon, also ich muss sagen, die ersten beiden gefallen mir. Beide gefallen mir sehr gut. Deswegen danke dir erstmal. Und dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Meine Herren der Jury, Herr Pollock, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dr. Amir Zamani, ich bin 32 Jahre jung und seit mehr als 3 Jahren übe ich den Beruf des Richters aus. Doktor! Korrekt. Welches Fach? Also was, in was, Doktor? In Kriminologie habe ich promoviert und zwar über eine kriminalhistorische Aufarbeitung der Angriffe auf Rettungskräfte in großen deutschen Weststädten. Cousin, der ist Maximum Iraner, Cousin. Aber dieses 32 hat ihn gerade sehr authentisch gemacht, ja. Irgendwie. Ich hätte ihn jünger geschätzt. Danke sehr. Nicht mal, als ich jünger war, wurde ich für jünger eingeschätzt. Jedenfalls, seit dem 1.9. diesen Jahres bin ich zum, Gott sei Dank, Richter auf Lebenszeit ernannt worden und habe seitdem auch die Ehre, den Vorsitz an der 6. kleinen Strafkammer am schönen Landgericht Köln innehaben zu dürfen. Was verdienst du im Monat? Das ist ziemlich leicht zu sagen. Es gibt diesen schönen Spruch, ein Richter kommt in R1, der lebt mit R1 und der stirbt mit R1. Das ist die Besoldungsgruppe für Richter und das fängt mit 4, 5... Brutto für Singles, Steuerklasse 1 an. Aber was ist das jetzt für eine Kammer? Ich hab's nicht... Was machst du? Strafrecht? Korrekt. Wird man als Richter auch mit Bestechung konfrontiert? Ich bin seit 3 Jahren dabei und das habe ich noch nie erlebt. Und... Oder mit Bedrohungen allgemein so? Ich kann mir vorstellen... Ich meine, du machst Strafrecht, meintest du, glaube ich, ne? Genau, am Landgericht. Wenn da irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Großfamilie, zack, möchte irgendjemand rausbekommen, dass du dann so... Drohungen abbekommst oder sowas, hat man da vor Sorge oder ist das schon mal passiert? Nein, mir ist es persönlich noch nie passiert. Ich kenne keinerlei Geschichten von Kollegen von mir, denen das passiert sein könnte. Und ich finde es auch gerade eine sehr schöne Überleitung, weil der Kollege meinte, was wäre die nächste höhere Instanz und das bin ich, meine Wenigkeit. Und meine Aufgabe ist genau, wenn er, sagen wir mal, er würde Strafrecht machen und es kommt zu einem Urteil, dagegen wird Berufung eingelegt, entweder seitens der Staatsanwaltschaft oder seitens des Angeklagten. Dann kommt es zu meinem Tisch, nachdem es von der Staatsanwaltschaft an mich geschickt wurde. Dann, genau, der hat eine Woche, genau, der Angeklagte oder die Staatsanwaltschaft, beide haben genau 7 Tage Zeit nach der Urteilsverkündung, um ihre Berufung, beziehungsweise die Rechtsmittel rechtskräftig auch einzulegen. Genau, dann kommt der sogenannte Devolutionseffekt, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das Urteil, was vom Amtsgericht in erster Instanz ausgesprochen wurde, wird dann sozusagen friert, das heißt, es hat keinerlei erstmal fürs Erste, bis meine Berufung abgelaufen ist, keinerlei Rechtswirkungen. Was mich jetzt interessiert, beim Landgericht wird ja Protokoll geführt. Dieses Protokoll geht ja dann in der Revisionsverhandlung, weiter würde das gehen an, was weiß ich, BGH irgendwann, im Oberlandesgericht und dann BGH. Stimmt's?
Kommt auf den Fall an. So monokausal können wir das Ganze nicht sagen. Aber ich beantworte gerne deine Frage. Du wirst auf jeden Fall auf eine Antwort kommen. Und zwar, es wurde Beruf angelegt, genau, bei der Eröffnung der Hauptverhandlung, wenn ich dann die Hauptverhandlung einberufe, gehen erstmal die Zeugen raus. Das ist meine Aufgabe, die rauszuschicken. Dann wird, ich habe das Recht zumindest darauf, wenn das für das Verfahren einen besonderen Wert bringt, auch das Urteil von der letzten Verhandlung vom Amtsgericht auch vorzulesen. Danach ist meine Aufgabe zu sagen, kurz zusammenzufassen, worum es sich hier überhaupt handelt, warum wir uns heute hier befinden. Und nachdem das erledigt ist, erkläre ich dann die Beweisaufnahme und dann... Das ist wahr, aber dieses Protokoll, das mitgeschrieben wird, wenn jetzt jemand eine Aussage macht und so, das geht weiter. Ich habe ihn. Beim Landgericht wird nicht protokolliert. Das... Du bist raus. Amtsgericht, das ist nämlich eine der großen Schwierigkeiten, die wir haben im deutschen Rechtssystem, dass beim Amtsgericht, bei den kleinen Verfahren, wird Protokoll geschrieben. Ich fand den bis jetzt richtig gut, Bro. Da wird Protokoll geschrieben und beim Landgericht wird nicht protokolliert. Wenn es jetzt, du musst wenn ich werfen, nicht, Bruder! Aber was ist, wenn falsch? Aber normalerweise, so, ich war sehr oft vor Gericht und das ist nämlich ein Problem. Amtsgericht, ja, Protokoll, Landgericht, nein. Das ist nicht bundeseinheitlich. Wir haben 16 Bundesländer nochmal die gesonderten Gerichtsbarkeiten. In Bayern schreibt man auch 11 Klausuren, zum Beispiel im zweiten Examen. In Bayern hat man 4 Berufsrichter am kleinen Kammer. Kann sein, gut gemacht. Wenn, dann gut, aber für mich wackelt schon ein bisschen. Okay, wir machen kurz noch Gedanken eine. Okay, noch eine habe ich noch. Okay. Das andere war jetzt ein bisschen spitz, finde ich. Aber wie ist es? Hast du in den 3 Jahren jetzt jemals einem Angeklagten Sicherheitsverwahrung geben müssen? Eine Sicherheitsverwahrung? Nein, das musste ich nicht. Jetzt bist du raus, mein Freund. Das heißt Sicherungsverwahrung, nicht Sicherheitsverwahrung. Und das weiß jeder Richter. Du bist sowas von raus. Wenn du das falsch gesagt hast, dann. Mein lieber Kollege, ich habe mich korrekt ausgesprochen. Und für den Fall, dass du mich vielleicht akustisch nicht korrekt verstanden hast, das ist natürlich bei meinem Akzent sehr gut möglich. Darüber glaube ich mich schon bei jedem entschuldigen. Allerdings, aber zurück zu deiner Frage. Ich musste das noch nie aussprechen, weil ich die Berufungszölle aktuell behandle seit dem 1.9. Und davor war ich am Amtsgericht Köln und da habe ich sowieso die Fälle, die bis maximal 4 Jahre, meistens sogar 2 bis 3 Jahre Strafandrohung besitzen. Da war ich noch nie in der Lage, sowas auszusprechen. Heißt das jetzt, das Wort? Das heißt Sicherungsverwarnung. Jetzt, das wird nach anders, der Feststellung der besonderen Schwere der Strafe gemäß § 223 StPO festgestellt. Und das gilt dann für den Fall. Angenommen, ich habe gerade die Mordmerkmale festgestellt und wir wollen halt die Höhe der Strafe verhängen. Dann ist es bei einem Mord natürlich lebenslänglich. Und nachdem ich das festgestellt habe... Lasst euch nicht täuschen. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das muss ich ja mal... Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn in meinem Leben so, desto mehr Menschen reden, weißt du, desto größer ist die Chance, dass da eine Lüge dahinter steckt. Aber ich muss sagen, ich bin erstmal richtig stolz auf die ersten 3. Ihr seid alle 3 sehr gut. Applaus, aber nicht mit Pollux, ja? Sicherheitsverwahrung, sagt er, weißt du? Nein. Das hast du gehört, aber... Ich hab's gehört, wir haben es alle. Kann man hier rewinden? So, weißt du, was das Problem ist? Pass auf, ich geb dir jetzt Rücken, okay? Okay. Die ganze Zeit, wo er erzählt, der in Mitte, der macht, nein, der labert. Weil er der lügt. Nein, der labert. Sicherungsverwahrung, ja. Ich weiß nicht, warum. Dieser Mann, weißt du was? Du bist dein Doktor. Du Kriminologie. Er ist Zahnarzt, Mann. Ich sag dir, er ist Zahnarzt. Hör auf, nein. Gute, sind gute Ärzte. Ja, die sind gute Ärzte, aber der kommt doch gerade STPG, FVG, GGS. Egal, wir lernen so ein richtiger Zahnarzt, weißt du, wie er lernt. Du gibst ihm das Buch, er scannt es ab. Ich würde sagen, lass nicht zu lange erstmal auf ihn eingehen. Danke dir erstmal für deine Geschichte. Und wir machen erstmal mit dem Nächsten weiter, bitte. Hallo, danke schön für die Einladung. Mein Name ist Furkan Akgün. Ich bin seit diesem Jahr Amtsrichter, Einzelrichter im schönen kleinen Fürth. Das ist neben Nürnberg. Und weil du vorhin schon so aufgesprungen bist, genau. Okay. Jetzt, Fürth kennst du bestimmt dann. Du kannst mich nicht belügen. Ich sag dir nur jetzt gleich schon, egal was du erzählen willst, Fürth ist meine Stadt gewesen, Mann. Dann sind wir auf jeden Fall Stadtkollegen. Ich war 3 Jahre davor Richter auf Probe. Und ganz kurz erstmal, wie alt bist du? 29. Okay. Und genau, seit diesem Jahr bin ich dann offiziell auch Richter auf Lebenszeit, wie der Kollege schon vorhin erklärt hat, ist man vorher Richter auf Probe und danach erst Richter auf Lebenszeit. Ich bin im Zivilrecht, anders als die Kollegen, gerade tätig und da im Mietrecht und Straßenverkehrsrecht bis,
bis 5.000 Euro Forderungen und so weiter und so fort. Zivilrecht finde ich auch super spannend. Was hast du denn bisher so für Fälle gehabt? Also spannend ist es eher weniger, weil man hat da jetzt nicht zum Beispiel mit interessanten Delikten wie im Strafrecht zu tun, sondern es sind eher so Mietrecht, der Vermieter will Räumungsklage erreichen, dann solche Sachen wie Straßenverkehrsordnung, Sachverständigengutachten in Höhe von 5.000 Euro und solche Sachen. Bis zu 5.000 Euro? Nee, die Sachverständigengutachten, die können auch mal, also mehr als 7.000 Euro. Dann erhöht sich natürlich der Streitwert vor Gericht, aber die Forderungen, die du im Gericht hast, die dürfen nur bis zu 5.000 Euro sein, sonst bist du nicht im Amtsgericht, sondern im Landgericht. Wie viele Stockwerke hatten das Amtsgericht in Fürth? Also das hat das Erdgeschoss, erste Geschoss, zweite Geschoss und im dritten ist, glaube ich, die Staatsanwaltschaft. Okay. Und ist es schon immer dort in dem Gebäude? Also ja, es ist schon immer in dem Gebäude, aber die Eingangstür ist nicht mehr dort, wo sie davor war. Ja, also man hat ja unten den Metalldetektor gleich und wenn man dann so reinkommt. Ja, man kommt also durch die Schleuse. Genau, wo ist denn dann der Aufzug, wenn man so reinkommt? Kollege, der Aufzug ist Kollege, ganz... Kollege, das ist auch nicht immer in dem Gebäude. Hör einfach auf. Also, soweit ich weiß, ist es schon immer in dem Gebäude. Das Amtsgericht ist nicht immer in dem Gebäude, es ist umgezogen vor ein paar Jahren. Amtsgericht Fürth? Ja, klar. Nee, das doch, ist schon... Schau mal, er nickt schon. Er weiß nämlich wirklich, du weißt nicht. Nee. Aber macht nichts. Nee, das ist jetzt Pech, dass er aus Nürnberg Fürth kommt. Das würdest du wissen als Richter, der in dem Amtsgericht Fürth, dass es nicht immer dieses Gebäude ist. 100% nicht, würdest du. Ich bin in dem Gericht beurteilt worden, wo es vorher war. Ach so, okay. Ja, genau gegenüber vom Stadtpark. Okay, nee, dann wusste ich das nicht tatsächlich. Das würdest du aber wissen, wenn du dort arbeiten würdest, oder? Naja, ich arbeite ja da seit 3 Jahren erst. Aber man redet ja hin und wieder drüber. Ja schon, aber ich rede ja nicht darüber, wo das Gebäude vorher stand, sondern über meine Fälle. Und woher wusste er das dann? Kannst du ihm kurz das Mikrofon geben? Cousin, wusstest du Bescheid von diesem Umzug? Ich wusste zwar nichts über den Umzug, aber da mein Einzugsgebiet Nürnberg ist und ich am Landgericht Nürnberg arbeite, beziehen sich quasi meine Fälle halt nur im Stadtgebiet Nürnberg, Nürnberg-Fürth, deshalb auch die Doppelbezeichnung. Ich wollte ausbrechen mal aus dem Amtsgericht. Ich wollte von dort abhauen. Wie ausbrechen? Hast Plan mit deinen Steckdose Plan gemacht gehabt, oder wie? Alles Ding. Pass auf, das glaubst du mir, das kannst du mir nicht. Die Geschichte ist so. Ich weiß, wenn man hinten rausgeht beim Amtsgericht und dann raucht man so, kann man rauchen im Parkplatz. Problem ist, ich müsste über so ein hohes Tor springen. Und oben sind so ein bisschen Spitzen, aber man kann es schaffen. Ich habe 2 Tage vorher Beine gemacht. Ich komme dort an bei der Verhandlung, ich habe Muskelkater des Todes, so. ich kann nicht rennen, so. Ich weiß, ich schaffe es nicht, ich habe den Ausbruch absagen müssen, weil ich nicht laufen konnte. Und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, denkt man, ja, Schmarrn, laber halt, aber wenn du den Beinmuskelkater des Todes hast, kannst du nicht. Und ich habe zu der Zeit noch nie Beine trainiert gehabt, weil ich habe gerade angefangen, so Kniebeugen gemacht mit einem Homie auf dem Rücken, so. Ich konnte nicht abhauen, ich konnte nicht gehen. Interessant, okay, dann dank dir erstmal und dann machen wir erstmal mit der letzten weiter, bitte. Ja, hallo, mein Name ist Susanne, ich bin 52 Jahre alt, ich bin seit über 25 Jahren Richterin und zwar bin ich am Amtsgericht und mache da im Wesentlichen Strafsachen und Betreuungsrecht. Boah, Strafsachen. Strafrecht, oder? Okay. Schau mal. Kanntest du mich bevor, kennst du mich? Nee, ich kenne keinen von euch. Noch nichts von mir gehört, noch nie gesehen? Nein. Machst du Jugendsachen oder was? Ja, auch. Wir haben einen relativ kleinen Amtsgerichtsbezirk. Okay. Und da mache ich Jugendsachen, Jugendschöffensachen, Erwachsenensachen, Erwachsenenschöffen. Dann nehmen wir mal an, ich hätte einen gemeinnützigen Verein. Ja. Könntest du mir Geld zuweisen und einfach so zuteilen? Wenn das eingetragen ist, kann man das als Geldauflagen, kann man dazu... Wo muss ich das, muss man das bundesweit eintragen oder... Es gibt eine Liste tatsächlich, die irgendwie hinterlegt ist, bei uns irgendwie im PC. Aber ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich selber irgendwelche Sachen, von denen ich gehört hatte, gut fand und wo ich gesagt habe, da kann man mal Zuweisungen machen. Und dann habe ich das geprüft, ob das auch wirklich ein eingetragener Verein ist und dann kann man da Geldauflagen machen. Warte mal, ich will nur verstehen. Ein Richter kann einfach sagen, hey, dieser Verein kriegt so... Wie mächtig sind Richter, Cousin? Nein, Richter, das ist eine gute Frage. Wie mächtig sind Richter? Man sagt ja immer, die Götter in Weiß, die Ärzte, ne? So Götter in Weiß. Eigentlich müsste man sagen, die Götter in Schwarz. Weil wenn ihr seid ja eigentlich unfehlbar, oder? Also unfehlbar sind wir natürlich nicht.
würde ich sagen. Aber man hat natürlich schon erstmal eine große Macht über das Schicksal von einzelnen Personen. Das ist so, tatsächlich. Ähnlich wie der Ärzte. Und was ist aber beim Arzt, ist es der Kunstfehler? Was ist, wenn du einen Fehler machst? Gut, dann gibt es natürlich noch das Rechtsmittel, da kann man es überprüfen lassen. Das muss nicht funktionieren, aber da bin ich froh, dass ich nicht Arzt bin, weil da geht es um Menschenleben. Bei mir ist es genauso schlimm teilweise, es kann um Gefängnisstrafen gehen. Natürlich, klar, also man ist nicht unfehlbar. Ich habe eine Frage an Sie. Dein Name war Susanna, oder? Ja. Susanna, du wirkst auf mich wie ein sehr empathischer Mensch. Hattest du schon mal einen Fall gehabt, wo du danach wochenlang nicht einverstanden warst, vielleicht mit dir selber oder mit dem Urteil, was du gesprochen hast, oder du gedacht hast, okay, ich habe Recht walten lassen, aber eigentlich hätte ich vielleicht privat als Mensch anders entschieden, weil du wirkst auf jemand, also du wirkst auf mich wie jemand, der eine sehr krasse Gefühlswelt hat, so. Empathisch ist so. Also ich glaube, privat bin ich empathisch. Mhm. Beruflich schraube ich das schon zurück. Ich glaube, dass mir das auch ganz gut gelingt, aber ich habe schon im Einzelnen auch mal Fälle gehabt, wo ich im Nachhinein vielleicht gedacht habe, ob das so passte oder nicht. Aber im Grunde genommen musst du damit lernen, das wegzudrücken, weil wenn ich mir über jeden Fall Gedanken mache, noch im Nachhinein, dann kann ich den Job nicht machen. Wo warst du nochmal? In welchem Amtsgericht? In Sulingen. Okay, in Solingen? Sulingen. Hier hinter Nienburg-Weser. Also Bundesland? Niedersachsen. Ah, okay. Welches ist denn der zuständige Jugendarrest, wenn du einen Jugendlichen in Jugendarrest schickst? Also für mich ist das Nienburg, Jugendarrestanstalt Nienburg. Die ist krass. Wo ist der Unterschied? Kannst du mir noch eine Fachfrage, so einfach Freizeitarrest, Jugendarrest, was ist denn da der Unterschied? Freizeitarrest ist eine Form von Jugendarrest. Also das ist ja der Überbegriff, und Freizeitarrest kann ich für, ich glaube maximal, müsste ich jetzt gucken, aber Freizeitarrest verhängt man für mehrere Freizeiten ein, also eine Freizeitarrest von einer Freizeit oder zwei Freizeiten, und dann geht es eben in die Jugendarrestanstalt. Maximalstrafe Jugendarrest, Maximaldauer, die müsstest du wissen. Von Jugendarrest 4 Wochen. Ich würde sagen, lass mal nicht zu viele Fachfragen stellen, weil die einzelnen, also ich denke mal, alle haben auf jeden Fall was mit Jura zu tun. Ich würde mal gerne auf einzelne Szenarien und Fälle eingehen, weißt du? Dass man die auch mal durchspielt und dann schaut, wie würden vielleicht die einzelnen Richter okay, jetzt urteilen. Ich komme zu dir. Ich, hier, Maximilian Pollux mit 14 Jahren das erste Mal vor dem Amtsgericht Jugend. Ich komme, habe schon mehrere Diebstähle, Eintragungen, bevor ich 14 war. Das weiß man ja so ein bisschen von der Polizei. Ich bin stadtbekannt, eigentlich jugendlicher Intensivstraftäter, komme jetzt. 4 Gramm Hasch gehabt und bei einem Diebstahl erwischt worden, wo ich auch noch ein Messer einstecken hatte. Wie sieht's aus? Also, wirst du ja wissen, Jugendrecht ist halt hauptsächlich vom Erziehungsgedanken geprägt. Das heißt, man guckt eigentlich, wie kann man demjenigen helfen, was kann man da noch machen, erzieherisch eigentlich. Es geht weniger um Strafe, sondern eigentlich darum, dass man guckt irgendwie, was kann man dem mit an die Hand geben. Und da bekommt man dann ja auch von der Jugendgerichtshilfe auch schon mal einen Bericht vorab. Die ist krass, Bruder. Und die geben schon mal so eine leichte Wasserstandsmeldung ab, was da so ungefähr, was die vorschlagen, was helfen würde. Und dann kann es wirklich individuell sein, was da an Rechtsfolgen rauskommt. Also es hängt wirklich vom Einzelfall ab. Hattest du schon mal einen Mörder vor dir sitzen? Beim Amtsgericht nicht. Also vielleicht war der vorher schon mal Mörder oder so. Aber, also ich verurteile keine Mörder, weil meine Strafgewalt sozusagen nicht ausreicht beim Amtsgericht. Die kommen ja vor die Schwurgerichtskammer. Aber tatsächlich ganz am Anfang meiner Zeit, als ich noch Proberichter war, war ich in der Schwurgerichtskammer. Und da hatte ich dann auch schon mal einen Mörder sitzen. Was war so der härteste Fall? Kannst du darüber reden? Insgesamt? Das war tatsächlich damals, also als ich noch ganz, ganz junge Richterin war in dieser Schwurgerichtskammer, ein Mord, wo ein relativ junger Mann eben Mord begangen hat und dann nach dem Opfer noch die Hose ausgezogen hat, also dem Sterbenden, um die Hose zu stehlen. Also das ist schon hart. Abgefuckt, Alter. Dürftest du jetzt, sagen wir mal, was weiß ich, ich habe hier so eine Gürtelschnalle, sagen wir, das ist irgendwie so eine, ne, dürftest du mir als Jugendrichter, sagen wir, das gehört zu irgendeinem Verein oder so, dürftest du als Jugendrichterin mir verbieten, diese Gürtelschnalle zu tragen?
Also, wenn er, aber es ist nicht irgendwie ein Hakenkreuz drauf oder so. Nee, oder sagen wir Springerstiefel oder Stiefel, besondere Stiefel. Dürftest du mir die verbieten zu tragen? Würde ich sagen, nö, darf ich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Ich wüsste auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Das darf ich nicht. Hattest du schon mal ein sehr besonderes Ereignis im Gerichtssaal selbst? Also, dass da irgendjemand, keine Ahnung, gewalttätig geworden ist oder... Nee, also die meisten benehmen sich eigentlich weitestgehend. Ich habe tatsächlich mal einen Anwalt gehabt, der total ausgeflippt ist und rumgeschrien hat. So in meiner Gegenwart hat ein Mensch so noch nie geschrien und ist so ausfallend geworden. Das ist dann tatsächlich prägend. Aber wem gegenüber? Dir? Oder? Ja, ja, mir gegenüber und der Staatsanwältin gegenüber. Was hast du gemacht? Ich war tatsächlich erstmal gefriergeschockt. Also ich habe erstmal auch echt gebraucht. Ich habe dann versucht, irgendwie ein bisschen deeskalierend, also so nach dem Motto, kommen Sie mal runter oder so, aber ist halt auch schwierig, weil als Frau, wenn man dann auch noch laut wird, wird man häufig ja auch kreischig. Was war denn der Grund dafür, dass er da ausgerastet ist? Ich weiß es echt nicht. Also Susanna, du gibst mir noch andere Vibes. Du gibst mir steinreiche Vibes, Cousin. Was verdienst du im Monat, Susanna? 25 Jahre Richterin? Ja, schon fünfstellig, oder? Nee, ist ja gut, was heißt, ist nicht so viel. Also gut, das kann man ja nachlesen in der Besoldungstabelle. Okay, es sind also 5.000 netto. 5.000 netto? Krass, krass. Noch eine Sache. Als Richter, ich stelle mir vor, die ganzen Anwälte und die ganzen Staatsanwälte, die es nicht so weit geschafft haben, die kommen ein bisschen Schleim. Ha, Frau Richterin, wie geht's Ihnen heute? Auf Connection-Basis. Hast du schon mal so einen richtig Schleimigen gehabt, der dir die ganze Zeit schöne Ohren voll gequatscht hat? Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht mein Mann, aber den habe ich dann geheiratet. Aha, okay. Ist er auch Jurist? Ist dein Mann auch Jurist? Ja, der ist Anwalt. Der eine hat es geschafft. Okay, also ganz blöde Frage, aber was kostet denn so eine Robe, was kostet sowas ungefähr? Oh Gott, also die habe ich jetzt schon seit ich, also ich weiß es nicht, aber man hat auch nur eine. Also meine ist ziemlich abgewarzt schon, aber ich kaufe mir jetzt vor der Pensionierung auch keine mehr. Aber ich, also kann ich nicht sagen, echt nicht. Ja, so aber lange 3.000? Her. Nein, ach. 100 Euro, würde ich sagen. Ich weiß nicht, würde ich schätzen, 150 Euro. Ist krass, so. Bruder, ja? Ja, sehr krass. Deswegen danke dir erstmal für die Geschichte. Und wir müssen uns jetzt erstmal für einen entscheiden, den wir am ehesten rausvoten würden. Wer war denn für euch bisher von allen Teilnehmern so am buckligsten? Du zuerst? Nein, fang bitte an. Ich würde hinten links nehmen. Ja, für mich hinten auch ganz, ganz klar hinten links. Muss gehen, ja. Weil ich kann ihn mir an sich nicht wirklich vorstellen, also zum jetzigen Zeitpunkt, Potenzial ist bestimmt da. So, vielleicht strebt er das ja an oder so. Ich denke, er ist Jurastudent. Ja, ja, er wird Anwalt, Mann. Schau mal, er will Geld verdienen. Den Richter, hast du gehört, 5.000 Euro im Monat, Mann. Er will Ding richtig absagen. Ich glaube auch nicht, dass er 29 ist. Rockerprozesse, Mann. Er will sowas machen. Ich wünsche dir sehr, dass du weit kommst, aber ich glaube auch raus. Drück dir auch die Daumen, aber ja. Konkurrenz war sehr stark. Sind wir uns einig? Mhm. Ja. Okay, hast du echt gut gemacht, aber du musst es einmal bitte raus. Du hast noch eine Frage? Ja, die Frage nochmal die Kantine betreffend in Nürnberg-Fürth im Gericht so. Ja, aber ich möchte kurz auf deine Frage zurückkommen. Als du gefragt hast, 4 Gramm Haschisch, Messer, ob das alles okay ist. Wie wir ja beide wissen, gelten ja in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Regelungen bezüglich der Mitführung des Haschisch. Und zwar hat man in Bayern eine Höchstgrenze von 6 Gramm. In NRW zum Beispiel wiederum hat man 10 Gramm. In Hessen 10 Gramm, Baden-Württemberg müssten auch 10 Gramm sein. Du bist Monster-Anwalt, Cousin. Monster, Baba. Wenn ich Stress habe, ich komme zu dir, Cousin. Du bist Baba-Anwalt, Cousin. Ich wollte gerade mein Weed rausholen schon und zeigen, wie viel ich dafür kriege. So. Genau, und bezüglich des Messers. Wenn ich erstmal sehe, dass du kein Messer hast, kann ich ja nicht auf dich zugehen und fragen, kannst du mir das Messer geben oder so. Ich muss erstmal deine Erlaubnis einholen, ob ich überhaupt erstmal dein Messer in Anspruch nehmen kann. Weißt du, was süß ist, Max? Guck mal, ich sag dir das Monster an, weil Monster, wenn ich irgendwas hab, ich komm zu dir, sag komm. Wenn er Richter ist, also. Nein, das Ding ist, es gibt, glaube ich, noch ein traurigeres, ich weiß nicht, ich will damit die Stimmung nicht crashen, aber soweit ich weiß, haben wir in Deutschland nicht einen einzigen schwarzen Richter. Echt? Ja. Und das ist, und vor allem nicht in Bayern. Bro, ich hätte davon gehört, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich darauf warte.
Und dann würde ich sagen, gib mir ein Interview für YouTube und ich würde dich feiern und ich würde dich bekannt machen deutschlandweit. Und ich glaube, es gibt noch keinen. Und das ist nämlich eines der großen Probleme, die wir haben. Besonders, ne, es ist überhaupt nicht repräsentativ, ne, wer verurteilt wird und wer der Richter ist die ganze Zeit. Deswegen, ich wünsche mir sehr, dass du ein Richter bist, aber ich glaube es noch nicht. In welchem Bereich bist du nochmal tätig? Ich bin im Strafrecht. Strafrecht. Haben wir noch ein Szenario? Mal ein härteres Szenario. Okay. Sagen wir, jemand begeht wirklich eine Tat, die eigentlich sehr, sehr verabscheuungswürdig ist. Ne? Also den Mord an einem Kind. Was kannst du machen? Was ist die Strafe erstmal, die du ihm gibst und wie kann man weiter darüber verfahren, dass die Gesellschaft nicht ausflippt? Ja, also bezüglich Mord ist es ja fest geregelt und zwar unter Paragraph 211 im Strafgesetzbuch ist das so, dass jemand, der Mord begangen hat an einen Menschen, muss ein Mordmerkmal aufweisen. Das ist richtig. Das heißt, mal eins oder zwei. Habgier zum Beispiel. Wie nennt man diese Merkmale? Mordmerkmale. Nein. Wie nennt man sie noch? Heißen die nicht niedere Beweggründe? Nein, das ist eins der Mordmerkmale. Ach so, okay. Niedere Beweggründe sind wiederum was anderes. Und zwar, wenn man zum Beispiel aus Rachelust zum Beispiel einen Mord begangen hat. Aber um Mord zu begehen, braucht man immer ein Mordmerkmal. Das ist auch wiederum die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Denn bei Totschlag ist das so, dass wenn man einen Mord begangen hat, dass man nicht direkt ein Mörder sein muss. Aber du redest nicht vom Kopf und Kragen. Ich habe gefragt, wie viel Strafe? Mord, sagen wir, niedere Beweggründe, besondere Grausamkeit, Habgier, war alles dabei. Der hat 5-mal getötet. Lebenslang. Was für eine Strafe? Wie viel? Lebenslang. Du bist raus, mein Freund. Es gibt kein lebenslänglich für Jugendliche. Für Mord? Gibt es nicht. Die Frage war ja? Es gibt kein lebenslänglich für Jugendliche. Auch bei Mord nicht. Du kriegst 10 Jahre und danach kann theoretisch, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, dass eine Sicherungsverwahrung auch bei Jugendlichen danach geprüft werden kann. Das ist so sehr, sehr tricky. Aber er hätte diese Antwort gegeben. Er hätte gesagt, leider, wir haben nun nicht mehr als 10 Jahre. Es gibt lebenslänglich, gibt es nicht für Jugendliche. Und du bist Jugendrichter, dementsprechend bist du Was kein Jugendlicher. Was passiert denn mit einem 12-Jährigen, der jetzt 10 Erwachsene umbringt? Ihm passiert nichts, weil er ja 12 Jahre ist und deshalb noch keine Strafe bekommen kann. Das heißt, mit ihm passiert gar nichts, keinerlei Konsequenzen? Ihm passiert nichts, man geht jedoch zu den Eltern, um ihn nochmal darauf hinzuweisen, dass er eine Strafe nicht mehr hat, aber nicht mehr Leute umbringt. Nein, theoretisch hat er recht. Ein 12-Jähriger bringt 10 Erwachsene um. Das hast du halt nicht so oft. Zum Glück hast du das nicht so oft. Aber wenn es passieren wenn würde. Wenn sowas passiert, dann ist das so ein besonderer Fall, dann muss irgendwas anderes. Nein, es passiert nicht. Ich kann es kurz erklären. Und zwar unterscheidet man ja zwischen einem Kind und einem Jugendlichen. Einem Jugendlichen traut man zu, dass er die geistliche Reife besitzt. Schau, er kann jetzt nicht mehr aber, ohne zu lächeln. Aber ein Kind nicht. Bei einem Kind muss man immer rechnen, dass er, wenn er eine Tat begangen hat, dass er über die Konsequenzen nicht bewusst werden kann. Aber es muss ja irgendwas anderes auf ihn zukommen, weil ich sag mal so, sind wir jetzt mal ehrlich, ein 12-Jähriger ist bei klarem Verstand. Ist ein 12-Jähriger, na klar. Was hast so, du mit 12, was war deine Lieblingsmusik mit? Digga, ich mit 13 hab auch YouTube-Videos gedreht, vom Kopf her. Ich hab das Video gesehen. Stell dir vor, dafür würdest du vor Gericht verantwortlich gemacht werden. Ja, und da war ich ganz klar bei klarem Verstand. Nein, ich würde sagen, wenn ein 13-Jähriger 10 Erwachsene umbringt, dann stimmt ja irgendwas nicht. Es ist das Problem, du kannst aber nicht sagen, das Gesetz ist ab 14 Strafen. Nein, ich meine damit nicht, dass er ins Gefängnis kommt, aber dass er andererlei Konsequenzen kriegt. Der geht in die Psychiatrie. Kriegt. Ja, genau, deswegen, das meine ich. Das hätte ich mir jetzt erwartet. Das ist doch möglich. Weil, ihr könnt mir nicht sagen, dass wenn jetzt ein 13-Jähriger hier Massenmord begeht, dass mit dem nichts passiert, so, yo, mach's bitte aber wieder. Aber du kannst ihn nicht vor Gericht stellen. Es ist ein Fall fürs Jugendamt. Normalerweise geht der Fall dann zum Jugendamt. Das Jugendamt entscheidet, was du machst. Wenn du einen Jugendlichen hast, der 10 Leute und ein Kind, dann geht er raus aus der Familie. Dann wird er in Obhut genommen und so weiter und geht höchstwahrscheinlich in eine Psychiatrie. Aber ich will jetzt mal ganz kurz von hinten links, kannst du ihr mal kurz das Mikro geben? Was hältst du denn davon, dass das Gesetz aktuell noch so ist, dass man auch mit 12 oder 13 nicht strafmündig ist? Weil ich finde beispielsweise, dass man auch ab, ich würde sagen, 11 bei ganz klarem Verstand ist und weiß, was man tut. Ja, also ich finde, es ist sehr schwierig. Es ist ja tatsächlich eine politische Diskussion auch mittlerweile. Es ist ja auch jetzt gerade, gab es ja Fälle, die durch die Presse gingen, wo Mitschülerinnen getötet wurden von, ich glaube, 11-Jährigen oder 12-Jährigen.
Ich persönlich muss sagen, meine private Meinung ist, dass man diese Grenze von 14 Jahren schon mittlerweile anpassen müsste auf die heutigen Verhältnisse. Kinder sind heute schon weiter und weiterentwickelt, sind schon auch teilweise weitsichtiger. Gut, es gibt politische Meinungen, die dann halt sagen, ja, trotzdem sind es eben noch Kinder und die können eben das nicht so abschätzen, was ihr Handeln für Folgen hat. Aber ich wäre schon dafür, muss ich sagen, dass man da früher ansetzt. Aber die Diskussion kommt dann immer wieder. Dann hast du die Grenze bei 12, dann begeht ein 10-Jähriger den Mord, dann beginnt die ganze Diskussion von vorne. Kann ein 10-Jähriger das jetzt schon einschätzen? Vielleicht gäbe es eine Lösung, dass man das politisch so löst und sagt, genau wie man zwischen 18 und 21 gucken kann, ob jemand eben, ob da Jugendrecht angewendet wird, dass man vielleicht da so eine Übergangsgeschichte macht und sagt, man prüft im Einzelnen, ob die reif genug waren, das Unrecht der Tat einzusehen. Was passiert denn mit den Eltern von dem 12-Jährigen? Also ist tatsächlich so, dass das ein Fall fürs Jugendamt ist. Und ich würde mal einfach schätzen, klar, das gibt dann auch ein familienrechtliches Verfahren sicherlich, dass man guckt, ist in der Familie was falsch gelaufen? Wie kann man dem Kind helfen durch... Also im schlimmsten Fall, denke ich, kommen die dann vielleicht auch in eine Einrichtung, also in ein Heim, geschlossenes Heim, wenn sie wirklich eine Gefahr für Dritte sind. Aber das sind auch nicht Fälle, die bei mir landen, ehrlich gesagt. Das ist dann jetzt so. Susanna, ich habe eine Frage an dich. Du hast ja gesagt, du verdienst 5.000 netto. Ja. Warum bist du nicht einfach Anwältin geworden? Du kannst so viele Leute über den Tisch ziehen, kannst so viel mehr Geld verdienen. Oder ist es nicht so? Gut, ich wollte immer Anwältin werden früher und dann war es tatsächlich so, dass mein Examen ganz gut war und dass ich gedacht habe, okay, das klingt spannend, irgendwie den Richterberuf oder beziehungsweise eigentlich wollte ich dann Staatsanwältin werden und dann hat mir aber der Richterberuf tatsächlich so gefallen, während des Referendariats schnuppert man ja in alle Bereiche rein und dann fand ich das einfach aber korrigier mich, als Anwalt kann man doch deutlich mehr verdienen als Richter, oder? Ja, kannst du, aber musst du nicht. Also es gibt ja auch ganz viele, die deutlich weniger verdienen. Also und ich sag mal so, gerade jetzt als Frau ist die Justiz natürlich auch sehr, ist kinderfreundlich, familienfreundlich. Ich habe ja freie Arbeitszeiten, ich kann auch mal von zu Hause aus arbeiten und wenn ich in der Kanzlei wäre und müsste von morgens um 9 bis abends irgendwie... Dann hast du recht. Und es geht ja auch nicht immer nur ums Geld. Stimmt, ja. Oh ey, ich muss eine Sache sagen zu dem Alter, auch wenn ich mich jetzt damit unbeliebt mache. Diese Diskussion ums Herabsetzen der Strafmündigkeit, das ist eine sehr gefährliche Diskussion, die immer dann kommt, wenn Kinder etwas Schreckliches tun. Und was du gesagt hast, du warst mit 11, 12, 13 schon... Eigentlich aber ich war auch so, Bro, Max, sag dir ehrlich. Aber guck mal, die Strafe, ausgenutzt. Ist ja, aber die Strafe ist ja zum Beispiel ist ja eine Zeitstrafe. Und wie soll ein Kind eine Zeitstrafe absehen? Wie soll ein 11-, 12-Jähriger sagen, was sind 10 Jahre? Da tun sich Erwachsene schwer. Wir bräuchten halt eine andere Art zu strafen, weißt du? Ja, aber es geht, ja, darüber kann man allgemein streiten, also was so Strafen an sich angeht. Nur ich finde, gerade jetzt auch durch das Zeitalter hier, TikTok und allem drum und dran, ist es einfach so, dass die Kinder auch deutlich früher reifer werden, weißt du? Und wenn ich mich an ich mit 13 erinnere, so wenn du ein Bild von mir siehst, Digga, ich war, weißt du, 1,80 groß, weißt du, wusste genau über alles so, also ich war bei ganz klarem Verstand. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass jemand mit 13 solche Straftaten begeht, da kann man nicht sagen, yo, der ist 13, der weiß überhaupt nicht, was er da tut. Ich glaube, also, das trifft, auf ein, das trifft das vielleicht auf meine 5-jährige Schwester. Aber das sagen so, sie auch aber nicht. Die sagen sie auch nicht, sondern er ist halt noch nicht strafrechtlich verantwortlich zu machen für das, was er getan hat. Und das ist so ein bisschen, ich weiß, ey, die Diskussion ist heftig und wir müssen, das, was sie eigentlich gesagt hat und deswegen auch wieder, das war ein guter Einwand, man müsste so eine Übergangsphase machen, weißt du? Aber ja. Du kannst nicht... Weil dann darf der ja sonst auch alles, ein 13-Jähriger, weißt du? Du musst schon einen Unterschied machen zwischen einem 13-Jährigen und einem 17-Jährigen. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Naja. Klar. Das ist ein schwieriges Thema. Ey, aber sehr gute Antwort von ihr. Du, schmeißen wir jemanden raus? Ja. Weil dann, ich will, dass er Richter ist, aber er ist keiner. Ja. Ich will unbedingt, dass er Richter ist. Ich finde ihn noch... Ich find ihn noch besser als Earnings in Mitte, gell? Ich will erstmal Moongrawl rausschmeißen. Bruder, ich wünsche mir auch, er wäre Richter. Ich sag dir ehrlich, so ein libanesischer Richter wäre Baba. Du hast Potenzial, ich finde, du machst das sehr, sehr gut. Aber für mich ist er auch kein Richter. Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ich glaube auch, ja. Okay. Hast du sehr gut gemacht, aber du musst es einmal bitte raus. Pap, ich gehe eine Sache schauen, weil... Kann ich eure Hände bitte sehen? Einmal so. So, okay. Wieso Hände? Wieso Hände? Weil Richter haben ihr Leben lang noch nichts gearbeitet.
Also das. Aha, das sind Zahnarzthände, das sind Zahnarzthände. Ich seh. Bruder, der ist Iraner, der gibt Maniküre und so. Nein, nein, okay, aber Richter arbeiten nicht viel, ne? Habt ihr gehört, wer am lautesten gelacht hat? Ja. Vor allem, ich habe auch gesehen, sie hat gelacht und danach hat er gesehen, dass sie reagiert hat und hat dann auch reagiert. Und er so, wir Richter lachen bei sowas natürlich immer. Ja, so, nein, 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 das danach, nachdem sie reagiert hat, hast du dann auch so mit dem Kopf geschüttelt. Das war so ein, ich muss jetzt auch reagieren, weißt du, weil ich mich angegriffen fühlen muss. So. Wir Zahnärzte lachen nochmal. Ich habe generell nicht hier auf die Begebenheiten hier reagiert, denn ich war auch nicht angesprochen. Das heißt, du hast einfach so mit dem Kopf geschüttelt? Ich schüttle immer gerne mit dem Kopf, das gehört mir dazu. Also ist halt ein Tick, was bei mir halt dabei ist. Ich schüttle immer gerne einfach so random mit dem Kopf. Genau so mache ich, wenn meine Frau mich fragt, so, ja, wo warst du, was war da, was ist das? Ich so, keine Ahnung, wer ist die? Also ich so, keine Ahnung, oder ich schüttle gerne. Kann aber auch sein, dass du gerade das mit dem Hammer angesprochen hast. Ich habe nämlich vorgestern mit einem Kollegen von mir darüber unterhalten, dass ich hier auftreten werde. Und er hat mir auch gesagt, ja, nimm doch direkt einen Hammer mit. Und so, ich meinte, Bro, was soll ich mit dem Hammer hier machen? Was war der? War der auch Jurist? Ja. Wir haben doch schon gehört, es gibt keinen Hammer. Ja, warum sollt ihr das sagen? Warum soll, das hat doch gar keinen Sinn. Aber du willst es unbedingt verkaufen. Du willst es uns unbedingt verkaufen. Du machst das auch wirklich gut. Ohne Spaß. Also am Anfang dachte ich so, zack, aber dann hat Maxi ein paar Fakten rausgehauen und dann dachte ich wieder so, okay. Aber wenn ich auch kurz auf die genannten Fakten eingehen darf, mir wurde vorgeworfen, dass ich das mit dem Protokollführen nicht wusste, beziehungsweise mich bei dem Wort Sicherungsverwahrung falsch artikuliert habe. Nur, ich möchte nur gesagt haben, wie gesagt, 16 Bundesländer, wie eine Gerichtssitzung abläuft. Das ist auch in der Landesverfassung nochmal verankert. Und ob da noch ein zusätzlicher Protokollführer da ist, zwei oder überhaupt keine, das ist wiederum... Aber ich mag den, der gibt sich richtig Mühe. Ich mag auch, Bruder. Ich sag dir ehrlich, dieser Iraner ist gefährlich, Bruder. Der ist Zahnarzt, der ist Astronaut, der ist Richter, der ist alles gleichzeitig, Bruder, ja? Ich werde. Wie viele Immobilien hast du, Cousin? Cousin noch keine, aber wenn du welche zum Verkaufen hast, können wir uns nachher... Jawohl, Baba, ja? Schwierig nach ihm, ehrlich. Ja, wir müssen einen rausworten. Susanna ist zu stark, um ehrlich du zu sein. Wärst auch ein wirklich gut, du wärst auch wirklich gut Familienrecht oder so, Mann. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du aber als Anwalt so für mich kämpfst, wenn ich so für meine Ex-Frau, ich will die Hälfte von ihrem Haus. Und du so, wir kriegen das. Warst du denn überhaupt Familienrecht? Das war doch Strafrecht, oder? Ich bin Strafrechtler. Lass noch mal ein Szenario durchspielen, ich will sehen, wie er urteilen würde. Ich würde ihn sogar nach vorne hier hinsetzen, er soll richtig wie Gericht sein, Bruder. Sollen wir das so machen? Natürlich! Okay. Cousin, sitz hin, ich komm da rein als Verurteilter. Komm mit, Max, du bist mein Bruder. Denk dir mal eine krasse Story aus. Setz dich. Jetzt spielen wir das Szenario einmal durch, jetzt will ich mal sehen, wie es so abläuft. Weil ich war noch nie im Gericht, weißt du? Deswegen auch für mich gerade so, wie läuft das Ganze so ab? Das kann man auch gerne auch nach den Fachgebieten unterteilen, denn wenn jemand gerade im Familienrecht zu mir kommt, dann ist es zum Beispiel auch manchmal der Fall, dass sogar der Richter da mit den Leuten, die am Verfahren teilnehmen bei einer Familiensache, auch direkt so mit ins Gerichtssaal kommt. Aber bei Strafsachen ist es bei uns in Köln so geregelt, dass ich durch meine eigene Tür dann in den Saal kommen kann, die Angeklagten kommen rein, dann stehen sie auf und genau, dann... Okay, dann lass das Szenario einmal durchspielen. Jungs, kommt einmal rein. Du, ich weiß nicht, was ich mache. Ich bin dein Anwalt. Du bist, okay, was habe ich verbrochen? Alles gut, alles gut. Was habe ich? Alles wird gut, alles wird gut. Alles wird gut, alles wird gut. Genau, jetzt trete ich ein. Alle haben aufzustehen. Genau. In meinem Falle, zweitinstanzlich, wäre es so, dass ich dann die Zeugen, die berufen wurden, nochmal rausschicke, weil ich erst einmal da kurz das Urteil vom letzten Verfahren vorlese, kurz sage, worum es geht, wer hier angeklagt ist und wer nicht. Dann kommt der Staatsanwalt, hält sein Plädoyer, sein Anfangsplädoyer. Und nachdem das getan wurde, erkläre ich dann die Beweisaufnahme für geöffnet. Dann kommen die Zeugen einzeln rein. Ich frage erstmal nach deren Namen, Adresse und Beruf. Und dann sage ich, wissen Sie, warum Sie hier sind? Es kommt natürlich ein Ja. Und dann fasse ich das dennoch kurz zusammen und stelle die Fragen. Und danach erlaube ich auch den beiden Seiten, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung, ihr Kreuzverhör zu starten. Okay, sagen wir, wir sind jetzt damit durch. Okay. Und Sammy hat... Ich hab mal LKW voller Dildos geklaut, Cousin. Den Dildo-LKW. Was hast du? Den Dildo-LKW geklaut, Cousin. Stark. So. Okay, das was das ist hat das überhaupt für ein, was wäre das dann für ein Straftatbestand? Sie haben einen Transportwagen voller sexuellen Gegenstände aller Dildos. Ich konnte nicht widerstehen. Es tut mir leid, ich habe Einsicht gezeigt. Irgendwann habe ich auch gemerkt, die waren mir alle zu groß so. Ich habe die versucht weiter zu verkaufen. Hehlerei auch schuldig, ja. Aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich würde Ihrer Verteidigung raten, kurz sich mit denen zu beraten. Aber was würdest du der Verteidigung raten?
ihn zum am Reden zu hindern. Also. Der macht gerade meinen Job, willst du leicht, mach's immer so bitte. Genau. Aber genau, du hast vom einen LKW geklaut, das ist schon mal Diebstahl. Du hast auch die Dildos geklaut, weiterer Diebstahl. Hast du einen Führerschein? Ich hab Anwalt. Er hat einen Führerschein. Welche Klasse? Führerschein. B oder C? Das ist kein deutscher, spanischen Führerschein. Nein, lass mal machen, du hast keinen Führerschein. Er hat okay, keinen, ich habe keinen Führerschein. Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Und er hat hinterher noch die Gegenstände steuerfrei verkauft. Cousin, Hinrichtung, sorry. Nein, kleiner, kleiner Witz. Aber wir haben ein Gutachten, das seine Schuldfähigkeit in Frage stellt. Von wem wurde dieses Gutachten erstellt? Von Frau Susanna, Dr. Susanna. Dr. Susanna, Gutachterin. Das Ding ist, in der Hauptverhandlung muss dann die Verteidigung oder die Staatsanwaltschaft erstmal die Beweisaufnahme bei mir mündlich beantragen. Sie möchten gerne geltend machen, dass Sami A., sage ich mal, gerade unschuldig ist und unzurechnungsfähig gemäß 19 StGB. Dann würde ich halt, okay, erstmal Ihren Antrag stattgeben, die Gutachterin erstmal verhören und dann daraus mein eigenes Bild dann machen. Darf ich fragen, nach welchem Paragraph Sie dann dieses Verfahren einstellen würden oder halt? Kommt drauf an, man kann ein Verfahren, wenn es schon läuft, muss man dann mit der Zustimmung der Staatsanwaltschaft einstellen. Wenn es noch nicht gelaufen ist, kann man es nach 153a zum Beispiel einstellen. Bruder, okay. Der ist was krass. Ist, wenn er, was ist, sagen wir, das war jetzt sein 50. schwerer Diebstahl, wir können davon aus, dass er weitergeht, wir wollen die SV. Welcher Paragraph ist denn die Sicherungsverwahrung? Ich habe dafür mein STPO da rein, schaue ich auch, und ich musste noch nie so etwas verhängen, von daher. Okay, ey, anhand dessen, von dem, was wir jetzt gehört haben, was würdest du jetzt Sammy für eine Strafe geben? Ich müsste natürlich die besonderen Umstände von Sammy's Leben. Bras, Cousin. Ich mag iranisches Essen. Was wäre so ein ungefähres Strafmaß? Der ist ja schon Intensivstraftäter, der hat ja schon 50-fach Dildos immer geklaut. Bruder, kauf die doch einfach. Und, die Mindestmaß, also ich würde gegen ihn nach Beratung mit meinen zwei Schöffen, ich bin ja nicht alleine da, ich habe noch mal zwei Schöffen, die das Ganze noch verhandeln am Landgericht. Ich würde sagen, ein Jahr Haft auf Bewährung. Du bist mein Mann, Cousin. Du bist mein Mann, Cousin. Wir legen keinen Widerspruch ein, wir nehmen das Urteil ein. Es heißt nicht Widerspruch, sondern Revision. Aha, und wir, was machen wir nicht? Wir legen keine was ein? Man kann zum Beispiel nicht erlauben, das Ganze anzufechten. Dann wäre halt die Berufung ausgesetzt. Okay, ganz kurz, ich sage den Satz so. Wir verzichten auf unsere Rechtsmittel. Warte, dann geh mal ganz kurz bitte an deinen Platz zurück. Digga, er ist krass, Digga. Ehrlich, hat er gut gemacht, Digga. Respekt. Susanne, was würdest du denn für eine Strafe ansetzen? So ein ungefähres Strafmaß für das, was du gerade so gehört hast. Also, ist echt schwierig. Also, weil wirklich, also... Die Dildos. Die Dildos, ja. Also strafmildernd zu berücksichtigen. Nein, ich tatsächlich ohne so Hintergrundwissen oder so kann man das echt schlecht sagen. Also da kommt einiges zusammen. Ich würde sagen, der Kollege war recht milde. Also da kommt schon ein bisschen mehr zusammen dann. Aber konkrete Strafmaß ist jetzt echt schwierig. Also. Okay, interessant. Er hat es gut gemacht, genau. Aber er muss raus. Er ist in dem Business, aber... Ich sag dir ehrlich... Dieser Auftritt von ihm, das hat mich mehr, also übertrieben, so nochmal auf seine Seite gezogen, Digga. Deswegen würde ich hat er gut gemacht? Rechts raus? Ja. Rechts raus. Ich will meinen Bruder natürlich drin lassen. Ich weißt du, weiß ich will ihm das. Aber ich gönne ihm, dass er im Finale ist, weil er macht es gut. Er aber hat sich auch noch kein einziges Mal verhakt. Er hat dafür schon. Dann wüsste ich. Auch keinen Fehler bei ihm. Nein, ne? Er hat eine Sache gemacht. Er hat ja gesagt, Maximilian hat ihm ein Szenario vorgespielt. Jugendlicher Mord. Und er hat dann gesagt, lebenslänglich. Aber das geht ja nicht. Das geht nicht. Das ist, er ist auf jeden Fall verhakt. Verstehst du? Das ist ein massiver Fehler. Das ist ein massiver Fehler. Okay, das heißt, ihr sagt, rechts muss raus, oder wie? Ja, leider, Bro, Bruder. Ehrlich. Ich gebe dir Umarmung und alles. Ich will, dass du Richter wirst. Ich will, dass du aus Gostenhof rauskommst, mein Freund. Aber nein, aber du bist kein Richter. Okay. Ja, hast du echt gut gemacht, Bro. Aber du musst es einfach bitte raus. So, Finale Männers, ja. jetzt wird's echt spannend. Ich muss sagen, natürlich tendieren wir ganz klar zu Susanne. Ja. Auch das,
Weil was, weil auch sie hat gesagt, meine Partner ist Jurist. Das ist immer so. Juristen sind oft nur mit Juristen zusammen, weil alle anderen, weißt du schon. Aber kommt sie dir nicht zu lieb vor, Nahim? Die guckt so Tierdokus und weint und so, weißt du? Sie hat das Herz am rechten Fleck. Ja. Aber ich denke, dass sie besonders im Job auf jeden Fall eiskalt sein kann. Also das so ein bisschen differenzieren kann. Ich denke schon. Aber sie ist auch eine, die fair urteilt, weißt du, würde ich sagen. Wenn ich so fünf, sechs Mal komme, beim sechsten Mal sagt sie so, Junge, jetzt muss ich dir richtig ja, genau. geben. Ja, so. So den Vibe habe ich so ein bisschen. Ich habe mal eine Frage. Wir haben nämlich jetzt so nächste Woche so den krassesten Dreh überhaupt. Wir drehen nämlich Erkenne den Serienkiller. Boah. Und jetzt interessiert mich, ihr seid ja beides Richter. Also du bist ja der echte Richter. Wie geht man denn mit einem Serienkiller um, wenn jetzt ein Serienkiller vor dich tritt? Ich hatte diesen Fall noch nie, Gott sei Dank, aber ich würde mit diesen Menschen genauso umgehen, wie ich es mit jedem anderen Menschen auch umgehe. Aber was macht das mit dir, wenn du jetzt weißt, okay, da kommt jemand, der hat 20 Menschen umgebracht? Ich muss sagen, ganz zu Beginn meines Referendariats zum Beispiel, nach dem ersten Examen, da war es für mich wirklich eine Herausforderung, mir diese ganzen Schicksalsschläge, die früher in meinem Studium nur Herr T. oder Herr K. oder Hans Kotte waren, auf einmal zu echten Menschen werden. Der 55-jährige Mutter, der 30-jährige Bruder. Und das war für mich eine große Herausforderung, damit umzugehen. Aber meine Partnerin ist ebenfalls Juristin. Meine Mutter hat mich sehr in dieser Zeit unterstützt, mein Bruder. Und ich habe da einfach so, ich gehe sehr technisch da dran. Das sind Leute, die mir beim guten Gewissen einfach gerne Straftaten begangen haben, um es ganz prompt zu sagen. Aber warte, du bist, was macht das mit dir? Du bist in einem Gerichtssaal und da, ich weiß nicht, ob die Angehörigen da sein können, aber jetzt stell dir vor, da sind nochmal 20 Angehörige, also alle die ihre Mitmenschen verloren haben. Was macht das mit dir, wenn dann der Mensch so vor dich tritt und du hörst das alles? Ich bin da sehr, ich weiß nicht, wie das passende Wort dafür wäre, aber auf jeden Fall. Also löst nichts in dir aus. Weil, besonders, weil du so einen Fall noch in mir aus, aber ich werde es auch erst in 2 bis 3 Tagen selbst realisieren, nachdem dieser Stress und dieser ganze Adrenalinschub wieder vorbei ist. Also in dem Moment werde ich wahrscheinlich das Ganze sehr technisch betrachten, wahrscheinlich auch keinerlei Emotionen zeigen oder innerlich vielleicht fühlen, aber nicht zeigen. Aber erst 2 bis 3 Tage nach der Verhandlung, wo ich vielleicht zu Hause bei meinem Kaffee sitze und kurz überlege, was ich überhaupt die letzten Tage gemacht habe, erst da passiert es mir häufiger, dass ich dann realisiere, okay, was habe ich ausgeführt? Bitte? Würdest du so eine Person vertreten vor Gericht? Ich darf so jemanden überhaupt, ich darf generell niemanden vertreten, ich bin Richter. Ah, da wolltest du von Seite so. Was sagst du dazu? Ja, es gibt in dem Zusammenhang ja so diesen Spruch von der Banalität des Bösen. Und das ist sowas, was sich da eigentlich immer wieder zeigt. Dass es einfach Leute sind wie du und ich. Es ist eben nicht der Serienmörder, der so aussieht wie der Serienmörder. Oder und insofern sind es ganz normale Menschen und ich denke, die müssen auch den Anspruch an mich haben, dass ich sie vernünftig mit Würde behandle und wirklich ohne Ansehen der Person oder des sozialen Status oder tatsächlich auch einfach so beurteile, wie sie da sitzen. Also ich habe damit kein Problem und ich nehme aber auch nichts mit nach Hause. Boah, wisst ihr, was richtig spannend wäre, weil wir das ja nächste Woche drehen. Stell mal vor, jetzt, man weiß ja nicht, wer der echte Richter ist. Aber der ist dann mit in der Jury das dabei. Krass, ja, das wäre krass. Wegen was hast du das letzte Mal einem Angeklagten Ordnungsgeld gegeben? Ein Ordnungsgeld? Wegen einem Angeklagten gar keins. Nee, Angeklagten gibt es ja kein Ordnungsgeld. Ein Zeugen zum Beispiel, wenn er nicht erscheint. Der ist ordnungsgemäß geladen und erscheint nicht. Und dann ärgere ich mich ziemlich und dann gibt es halt ein Ordnungsgeld. Hast du Angst in deinem Job schon mal? Ja, generell nicht so. Die meisten Angeklagten sind auch ganz friedlich. Da konzentriert sich der Ärger eher auf die Staatsanwaltschaft. Der ist dann ja so ein bisschen eigentlich so der Böse in dem ganzen Verfahren. Ich bin aber mal gestalkt worden, das ist schon richtig lange her, aber tatsächlich in den sozialen Medien und auch da sind Sachen veröffentlicht worden und so ein bisschen die Jagd auf mich eröffnet. Und da sind dann auch bei uns zu Hause Lampen ausgeschossen worden im Außenbereich und das war tatsächlich nicht so witzig. Was, auf was für eine Plattform? Das war damals noch Facebook. Also, wurdest du mal bestochen oder sowas? Nee. Also es gibt immer mal Leute, die einfach kommen und so sagen, können Sie mir hier mal helfen oder können Sie mir das und das mal sagen. Aber dass bösartig wirklich einer kam und irgendwie was mir okay, Geld... Okay, Susanna, ich habe eine Frage. Ich spiele ein Szenario durch. Entweder ein Anwalt oder ein Mandant tritt an dich heran und sagt dir, hier, hör mal zu, Susanna, 50 Mille, du bist einfach nur milde. Wie würdest du in dieser Situation umgehen? Also die würde ich gar nicht umgehen, ich würde den rausschmeißen. Also
also ziemlich lautstark auch. Okay, wenn es ein interessantes Angebot ist, sagen wir, ein Milliardär kommt. Sagt, genau, hier, danke schön. 50 weil, Millionen. Würdest du nicht das sagen? Das ist jetzt die Gewissensfrage. Genau, also, weil irgendwo hat jeder seinen Preis. Wenn jemand kommt für 50 Millionen. Also ganz ehrlich, du hast du recht, irgendwann hat jeder seinen Preis, aber also das habe ich mir noch nie überlegt und weiß ich nicht, nee, kann ich mir so nicht vorstellen. Ich das ist die einzigste also richtige Antwort, die sie geben kann, Cousin. Ich hoffe, dass sie jemand sagt, ja. Ja, Baba und so. Bin ich dabei. Nimm mich mit, Cousin. Wenn du das Bar und den unten dabei hast. Yeah, yeah. Als Richter kennt man ja so ein bisschen auch die Richter, die in Deutschland so ein bisschen Furore machen. Es gibt ja einen Richter gerade, der für die Cannabis-Legalisierung so eintritt. Kennt ihr den? Das ist mein sehr lieber Kollege aus Berlin, Herr Richter Alexandra Müller. Ah, das passt richtig, Kollege. Das ist Andreas Müller, aber... Stimmt. Aber nah dran. So ich spreche ihn immer mit Herrn Müller an und das hat immer gereicht. Nein, nein. Das soll das auch sein Kollege, ganz wichtig, ne? Das ist ein Kollege aus Alexander Müller. Meine Herren, Juristen nennen sich immer Kollegen und sogar wenn ihr schreiben, du wirst das ganz nicht erkennen, wenn Juristen untereinander schreiben, steht immer mit kollegialen Grüßen auch am Ende des Schreibens. Wir nennen uns immer gemäß Kollegen. Jungs, ihr unterschätzt ihn. Ich sag's euch. Nein, wir unterschätzen ihn gar nicht, aber er ist einer, der, also erstens glaube ich ihm nicht, dass er 32 ist, ich glaube, der ist jünger. Und zweitens glaube ich, er ist einfach einer, der extrem reinhasselt. Ne? Also das ist einer, der nimmt das Jurastudium richtig ernst, 24/7 beschäftigt sich damit, deswegen kennt er sich auch so gut aus. Aber ich glaube nicht, dass er Richter ist aktuell. Er ist auf einem guten Weg, vielleicht wird er dann auch Richter. Aber jetzt für mich ist sie natürlich deutlich authentischer. Ne? Also ich würde auch sagen, zu dem Kollege, bei mir sagen immer die Angeklagten untereinander, mein Kollege. Das finde ich halt besonders spaßig. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, dass sie war die Einzige, bei der ich den Eindruck hatte, dass sie gewohnt ist, vor großen Hallen, also in einem großen Raum zu sprechen. Sie ist voll entspannt. Weißt du, die Lautstärke passt so, dass sie auch der Letzte hinten hört. Bei ihm habe ich das Gefühl, er ist ein bisschen aufgeregt. Und es war bei allen anderen nicht so. Die waren alle noch nicht gewohnt, in einem Raum zu sprechen vor Leuten. Da war sie die Einzige. Und wo kriegst du diese Erfahrung her? Für mich ein Richter ist immer ein bisschen ein Schauspieler, weil das ist wie ein Theaterstück. Alle haben ihre Kostüme, es gibt einen gewissen Ablauf, die Leute kommen rein und stehen auf, machen, man hat diese Prozedur und deswegen glaube ich, dass du gewohnt bist, hier zu stehen. Das macht dich nicht fertig. Und deswegen glaube ich, ich habe meine Entscheidung getroffen. Gar nicht. Ja, sie ist absolut tiefenentspannt. Also ja, ich bin zu 100% bei ihr. Gehen wir mit. Und ich glaube, Sammy auch, ne? Ja, ja. Aber ich fand ihn krass, muss ich ehrlich sagen. Also ohne Spaß, ich bin auch richtig stolz auf die Kandidaten, ehrlich? Weil alle haben sich gut vorbereitet, wissen genau Bescheid. Aber man muss sagen, sie ist halt deutlich authentischer. Dementsprechend entscheiden wir uns alle zusammen. Richtig. Für Susanne und du müsstest einmal bitte raus. Er muss sich blamiert. Nein, nein, Gott sei Dank. Haben wir gut gemacht. Für mich stand viel auf dem Spiel. Aber die Teilnehmer haben es auch sehr, sehr gut gemacht heute, muss man sagen. Ne? Deswegen interessiert mich jetzt, was ihr alle so wirklich mit Jura und so zu tun habt. Deswegen fangen wir bei dir mal an. Das hat natürlich nicht gestimmt. Ich habe kein Jura studiert. Ich habe nichts mit Jura am Hut. Oh. Was? Aber ich habe studiert und zwar Elektrotechnik. Ich bin Bruder, wie stark. Sehr krass. Bro, du wärst fast ins Finale gekommen. Digga, war ehrlich gut, Bruder. Respekt, Digga. Guter Lügner, ja? Genau, und zwar habe ich die Zusage von Ahmed noch in letzter Sekunde bekommen. Ja, dann musste ich mich erstmal ein bisschen einlesen. Jura, wie ist das Jurastudium aufgebaut? Ey, ohne Spaß. Saubere Arbeit. Hat mein Bestes gegeben, aber hat leider nicht gereicht. Aber trotzdem, Dankeschön an euch für die Einladung. Natürlich auch an die Technik, die alles... auf Vordermann gebracht hat und natürlich an Ahmed für den sehr herzlichen Empfang. Und ja, in dem Sinne. Maschine, ey, Bruder. Ich bin richtig stolz, Bro. Ich schwöre. Ich bin richtig stolz. Jura-Studium in einer Woche gemacht, Alter. Aber wohnst du wenigstens in Gosnhof? Ich wohne in Gosnhof, aber ich bin Zugezogener. Ich komme ursprünglich aus Düren in NRW
Genau, und nach meinem Studium bin ich dann nach Nürnberg gezogen, weil ich den Berufseinstieg dort gestartet habe. Der ist so krass, Junge, gell? Ich bin immer noch geschockt, Digga. Echt heftig, Cousin. Mama. Heftig, Digga. Auch mit Paragraphen und so. Alles, Bruder, war sauber, Bruder. Okay, kannst du ihm das Mikro geben? So, ich bin nicht der Richter. Ich will aber Richter werden. Ich mache in 6 Monaten mein 2. Staatsexamen. Und danach werde ich mich als Richter bewerben, wenn die Note stimmt natürlich. Und ich habe Jura studiert, aber wenn ihr mich fragt, würdest du es nochmal machen? Eher weniger. Und ja. Wie alt bist du? Ich bin 27, das heißt, du hast mich da schon bekommen. Ja. Aber das ist ein Kompliment. Also. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Wirklich danke nochmal für die Einladung. Ich schließe mich einfach nur meinem Kollegen hier an. Dankeschön. Wirklich, Respekt. Ja, also bei mir kam die Auflösung, glaube ich, schon von Nahim. Ich bin 23, studiere Jura. Sehr gut, Nahim. Aber ich muss sagen, ich habe mit Fortnite Earnings genauso wenig zu tun, wie dass ich mir heute Morgen Gedanken gemacht habe, was ich heute anziehe. Ich wusste heute Morgen nicht mal, dass ich heute hier sein werde. Deswegen auch bei mir war das sehr, sehr spontan, aber war cool. Aber auch dafür richtig gut. Super gemacht, Digga. War sehr stark. Was für ein Semester bist du? Ich bin im 9. Also ich stehe kurz vor meinem ersten Staatsexamen. Ich habe quasi heute nur meine Geschichte weitererzählt, wo ich mich vielleicht 5 oder 10 Jahren sehe. Aber auch einer der wenigen, der nicht aufgeregt war. Nee, der war komplett, der wusste. Und trotzdem bin ich als 2. rausgeflogen. Kalt war ja. Wir müssen irgendwo, weil ich sag euch ehrlich, der Konkurrenzkampf war krass, Bruder. Bruder, er ist kurz davor, dass er Richter ist, so. Der Bruder hat es auch sehr sauber gemacht. Ich bin gespannt, was der Iraner in echt macht, weil also, das macht mir Angst, Digga. Ich hatte das gerade schon erwähnt, wenn man ein bisschen Fachkunde hat und ein bisschen so weiß, wie das in Jura wirklich abgeht, dann hätte man bei den bei zwei von dreien hätte man schon erkennen können, dass da nicht so vieles richtig sein kann. Ja, wir sind ja nur Laien, wir haben ja keine Ahnung. So sieht's aus. Ja. Applaus für dich, Mann. Tja, Samir, du hattest sogar kurz recht, was mich angeht. Ich studiere Medizin im 7. Fachsemester und habe gerade erst überhaupt mit Jura parallel dazu angefangen. Guck mal, Bruder, macht alles! Er macht alles! Ich hab's gesagt! Und ich bin erst 22. Was? Was? Ja, gut, ja. Iraner sind das, nicht normal, Bruder. Das ist anstrengend, ja. Also, der macht Medizin und Jura gleichzeitig. Was eine Maschine, 22, Alter. 22, ja. Boah, ich hätte sogar diese 32 erst abgekauft, ne? Ey, ist dein Herz, Bruder. Fast hättest du... Aber es war nicht, weil du so reif bist, ne? Nicht jetzt, weil 22. Du so oder so. Ja, wenn ich Medizin, das dazu, Jura gleichzeitig. Dazu sagen darf. Was? Wenn ich noch kurz zu dem, warum ich so reif etc. noch wirke, liegt daran, dass ich mit 11 Jahren zusammen mit meiner Mutter und 2 Jahre älteren Bruder nach Deutschland gekommen sind und wir mussten halt auf uns selber aufpassen und jeder Ausländer kennt auch die Geschichte, dass man ab 12 schon Übersetzer und Rechtsanwalt für die Eltern ist, wenn Briefe kommen und naja, das eine und das andere haben dazu geführt, dass ich dann hier so stehe, wie ich stehe. Bruder, du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein. Stark. In welchem Semester bist du? In Jura gerade erst frisch im 1. Semester an der Fernuni, Medizin im 7. 7. Medizin, geisteskrank. Wie kriegst du das hin, Bruder, ja? Bruder, ich habe meine Mutter gesehen, wie sie 3 Jobs auf einmal hatte, damit sie mich und meinen Bruder durchbringen. Natürlich krass, ich das Digga, wieder mehr. Ehrlich, Bruder, alles. Aber was willst du dann, ganz kurz, was willst du dann am Ende des Tages machen? Also, ich meine, du studierst beides, willst du dann auch... Diese Frage... Arzt und Rechtsanwalt. Dr. Richter. Ja, ich weiß, das ist zwar sehr ungewöhnlich, das zu sagen, aber es gibt 7 andere Menschen vor mir, die das auch geschafft haben seit der Gründung der Bundesrepublik. Und ich verfolge das Ziel, dass ich sowohl anwaltlich als auch medizinisch tätig bin und dann 1 oder 2 Tage die Woche auch die Leute, die halt medizinrechtlich etwas belangen möchten, zum Beispiel, die wurden vom Arzt falsch behandelt oder sowas, aber die haben keine Stimme, um vor Gericht sich selber zu verteidigen, für ihre Rechte einzustehen. Und genau für diese Leute mache ich das, damit ich auch für die beide stehen kann. Krass, Respekt, Maschine, Digga. Ich bin ein Fan von dir, ehrlich. Macher, ja? Am 22 war ich ein Jahr im Knast schon gesessen. Und was er macht, ich sitze im Knast, weil ich spiele so mit Joshi halt. Schwöre, Bruder, ja. Schwöre. Rapper habe ich. Und du bist die echte Richterin. Bei dir hat alles gestimmt. Genau, ja. Hab die Wahrheit gesagt, ja. Krass, Susanna, ey, auch Respekt. Riesen 25 Respekt. Jahre, das aber ist ein Haufen, ja? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier meine Mitstreiter so höre, gebührt mein voller Respekt den Mitstreitern, ehrlich gesagt, was das hier für Geschichten sind und Wahnsinn, auch alle, wie sich dargestellt haben, fand ich schon ziemlich authentisch und cool.
Aber 25 Jahre Richter, das soll man nicht schmälern. Das ist auch ein, ich weiß, was du da für Fälle hattest und was du da schon für Kopfschmerzen hattest. Ich hätte es dir menschlich gar nicht zugetraut, weil du strahlst noch so. Ich wäre komplett verbittert nach 25 Jahren Probleme. So, dann hättest du denn mal Zeit und Lust, hier mal die Seiten zu wechseln und in die Jury zu kommen? Ja, hätte ich. Mhm. Weil wir drehen ja Erkenne den Serienkiller zum Beispiel. Ja, habe ich schon gehört. Hast du schon gehört? Ich habe da leider am nächsten Tag Sitzung. Deswegen. Boah, das hätte so gut gepasst. Ja, ich weiß. Das hätte so gut gepasst. Einfach eine Richterin gegenüber Serienkiller. Das wäre... Erstmal freut es mich, dass es überhaupt geklappt hat hier in dieser Konstellation. Nee, das ist schwierig. Also diese besonderen Mordmerkmale müssen dazukommen. Also das, was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Mord ist sozusagen Totschlag mit besonderen Mordmerkmalen. Habgier, besondere Grausamkeit. Also mit Absicht. Die sind im Gesetz ganz klar definiert. Hast du auch mal einen Fall gehabt, wo du jetzt irgendwie im Nachhinein sagst, das, was ich gemacht habe, also die Strafe oder der Erziehungsauftrag, den ich nachgegangen bin, hat Erfolg gehabt und derjenige oder diejenige ist später super geworden? Kriegst du das dann mit? Ja, ich kriege das schon mit, weil sozusagen bei uns im Bezirk die meisten oder viele bleiben ja da. Also ich kriege natürlich auch mit, wenn sie scheitern. Und leider kriege ich das meistens eher mit, weil dann eben wieder die Akten reinkommen. Ne? Aber ich habe tatsächlich mal einen noch aus meiner Zeit als Proberichterin da beim Landgericht sozusagen. Da war ein, den wir wegen zu lebenslang verurteilt haben. Und dann habe ich später mal den Verteidiger mal wieder in anderer Sache getroffen, Jahrzehnte später. Und habe irgendwie gesagt, Mensch, können Sie sich da noch dran erinnern? Und der sagte, ja, zu dem habe ich noch Kontakt. Und dann hat er dem das erzählt und der war so zu Tränen gerührt, dass ich einen Richter oder eine Richterin noch erinnern kann an ihn. Also das war für den ganz, ganz wichtig, dass man das tatsächlich damals ernst gemeint hat. Und der hat auch, glaube ich, dann nach seiner Entlassung einen guten Weg gemacht. Also man kann noch was bewirken. Also das ist ganz, ganz gut. Ja, echt riesen Respekt. Auch danke an dich nochmal, dass du hier heute herkommst. Ich meine, Richterin, ja, weißt du? Cool. Also ich denke, wir hatten heute auf jeden Fall einen sehr interessanten Einblick. Wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ja, ich möchte gerne was erwähnen, und zwar bin ich aktiv Mitglied verschiedener gemeinnütziger Organisationen, und zwar einmal der Unterjugend und natürlich der Mesjid Ar-Rahman Moschee in Köln. Wenn ihr Lust drauf habt oder euch Informationen sammeln wollt, dann checkt einfach die Instagram-Seite ab. Und möchte natürlich meine Familie in Düren grüßen, meine Geschwister Robian, Sureni, Fridaus und Islamia und natürlich meine Heimatstadt Düren 5.1. Ich mache auch nebenbei Jura-Content, also falls ihr noch Interesse dran habt, auf Instagram und TikTok, Furkan Bey, könnt ihr mich gerne adden. Und ich gebe einen Shoutout an meinen kleinen Bruder, der Twitch macht, Master Myron. Ich möchte mich nur ganz kurz bedanken an meine Jungs, die es heute noch kurzfristig eingerichtet haben, mich hierhin zu fahren. Dankeschön. Ja, ich möchte meinen Sohn grüßen, der mich hier angemeldet hat, Kimi, und seine Kumpels Tom und Erblin aus der Innenverteidigung bei der U19, Kahlenberger Land, und natürlich den Rest der Mannschaft da auch, insbesondere Colin, Nati und Ibo. Ja, ich möchte meine zwei Bres, Ali und Richie, grüßen. Ihr seid stabil, Jungs. Ansonsten, falls ihr Interesse habt, mehr von mir zu hören und zu sehen, ich habe aktuell nur 7 Follower auf Instagram. Dort heiße ich PapaBearXX1. Ihr könnt mich gerne verfolgen. Ansonsten, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Und dank euch, Jungs. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr starke Jury-Konstellation. Und wir lagen richtig am Ende. Richtig. Wir hatten auch einen Profi dabei, richtig, Digga, ehrlich. Danke. Ey, ich hätte mich so blamiert. Weißt du, wie viele Leute mir geschrieben hätten? So, was bist du für ein Depp? Also gut. Der Druck war auf jeden Fall sehr hoch, glaube ich. Ne? Ich komme rein, jeder so, wow, das musst du schaffen, wow, das musst du schaffen. Jeder sagt zu mir, wow, das musst du schaffen. Boah, meine Mutter wird mir so verfluchen nach dieser Folge. Warum? Bruder, der Typ ist 22, der macht Medizin und Jura, Cousin. Ich bin 29, ich habe nicht mal Führerschein, Cousin, ja? Das ist hart, ehrlich. War super, ehrlich. Super, krasse Folge. Mann, deswegen echt riesen Respekt. Checkt die auch bitte aus, alles von den Jungs in der Videobeschreibung. Da würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned. Geil.